Okay. Eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber yay. Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das. Und das? Was? Hallo? Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wehr auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wehr. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Dann Papa. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich lasse es. Nein, ich weiß, was passiert. Ich hab dir gesagt, ich weiß, was passiert. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Errungenschaft freigeschalten, die Wahrheit herausgefunden.
Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich... Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Erst als ich dich erkannte ich endlich, ja, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der... Du lässt dich auch ganz schön feiern, oder? Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ja, das ist schön. Super. Toll. Ey, solche Bösewichte, die sich übrigens feiern lassen. Ja, ich hab's kapiert. Schicksal. Ja, und Vorbestimmung. Toll, super. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du, statt... Bist du fertig mit deinen Metaphern? König, dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist, du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann geh in den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist... Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Ohne Waffe werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform. Ich kann nicht mehr hinlassen. Kann
Daenerys seine Stärke gegen ihn einsetzen. Thank you.